So, liebe Leute, heute geht's in Bremen um die nächsten drei wichtigen Punkte im Kampf um den Titel. Das ist jetzt der nächste Schritt. Das erste Ziel ist erreicht. Wie gesagt, klar, Klassenerhalt war eh klar, dass wir das machen. Das wird auch in der Bundesliga nicht anders sein. Vielleicht können wir da aber ein bisschen aufmischen. Wir sind Zweiter. Safe. Das heißt, der Aufstieg ist 4 Spiele vor Ende der Saison. Klar, dass wir definitiv Zweiter aufsteigen werden. Wir sind aber nur dran an Freiburg. Ziel ist es, diese 4 Punkte, die wir jetzt im Rückstand haben, gegen den SC Freiburg aufzuholen. Wir haben sie im direkten Duell geschlagen mit 4-2. Wir haben im letzten Spiel in Leverkusen gewonnen mit 3-0. Also letzten beiden Spiele war der Sieg gegen Freiburg 4-2 und in Leverkusen 3-0. Jetzt geht's weiter mit Bremen auswärts in der Liga. So, warte mal, ich guck mal gerade, ob der vom links her. Nee. Gut. Aber da sind jetzt tatsächlich Beispiele dabei. Ja, da sind die Spieler dabei, die ich jetzt nicht unbedingt als Haupttransfer sehe. Stanisic. Wenn der ausläuft, der Vertrag auslaufen würde, das wäre total toll. Na gut, egal. Sei es drum. Wir gehen rein ins Match in Bremen. Sollten wir heute, müssen wir gewinnen. Klar, ist jetzt egal, was jetzt kommt. Wir müssen jetzt alles weghauen, was jetzt kommt. Wir haben jetzt noch 5 Spiele diese Saison. 4 Ligaspiele plus das Pokalspiel. Und wenn wir das erholen, dann werden wir schauen unterm Strich, was ist drin. Was ist geschafft. Gewinnen wir 5 Spiele, sind wir auf einen Titel. Safe. Und dann hätten wir nämlich den Pokal gewonnen. Der treffen wir nämlich auf Borussia Dortmund in Berlin. Letztes Jahr haben wir gegen auf Leverkusen getroffen, haben wir verloren. Jetzt wollen wir Dortmund schlagen und uns unseren ersten Titel holen. Und dann spielen wir nächste Saison in der Bundesliga tatsächlich als Aufsteiger international. Aber wie gesagt, es soll schon 2 Ligisten gegeben haben, die sind knapp am DFB-Pokal gescheitert. Wir haben es in der letzten Saison als Drittligist nicht ganz geschafft. Mal schauen. Die beste Defensive gegen den stärksten Angriff. Gleich geht's los, live bei EA Sports. Das werden wir heute ändern, dass die Bremer, hoffentlich ändern, dass die Bremer die beste Defensive haben. So, ja, ihr merkt, dass ich schon mal angeschlagen bin, deswegen gesagt habe ich vorher die Pause. Das habe ich euch ja erklärt. Stadion, liebe Fußballfreunde, aber wir begrüßen Sie trotzdem sehr herzlich zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. So, wie gesagt, Thema junge Talente, das wird in der nächsten Saison nicht ganz so werden. Da werden einige Spieler nachkommen. Ich werde vielleicht noch den einen oder anderen versuchen zu verpflichten. Schauen, was wir dann noch in den freien Spielern sehen. Aber das ist jetzt erstmal ein bisschen Zukunftsmusik. Heute heißt es, schlag die Bremer, mach den nächsten Schritt, beziehungsweise haltet den Druck auf Freiburg aufrecht. Mal gucken, ob nachher mal so während der Partie so gute Nachrichten haust.
vom Freiburg-Spiel kommen. Ich weiß gar nicht, ob gehen wir in die Spielen überhaupt. Ist aber auch gerade herzlich egal. Solange wir hier unsere Aufgabe nicht lösen, ist es eigentlich herzlich egal. Auf geht's, Spieltag 31. Hefisch. Ja, schade. Morgala. Sterner, der viel über die Außen fast versuchen will. Ganz und es gibt da muss er hin. Ecke. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Nur 5 Minuten erst gespielt. Die bekommen den Ball nicht raus. Klefisch. Klefisch. 1-0. Heckloff. 7 Minuten rum. Die Ecke wurde brandgefährlich. Der zweite. Der Liga zweite führt in Bremen. Das war kein Glanzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Wir haben zwar nicht die beste Mannschaft auf dem Papier. Aber viele junge Talente mit dabei haben. Aber wir haben eine Mannschaft. Ja, so ähnlich wie Deutschland 2014. Das war auch, wir waren auch nicht die beste Mannschaft auf Papier. Da waren einige stärker. Frankreich, Brasilien. Aber wir haben eine Mannschaft gehabt. Da hat jeder für jeden gekämpft. Und genau das ist bei uns mit Bayreuth auch gerade der Fall. Tor Nummer 25 in dieser Saison. Im 30. Spiel. Einzige war ja mal draußen, weil er da geschont wurde. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt, und jetzt sind wir das Spiel da erstmal. So, Fakt ist, dass wir unseren ersten Schritt gemacht haben. Jetzt müssen wir gucken, was Freiburg macht. Heckloff, der Torschütze. Jetzt vielleicht. Und Zetterer verhindert gegen Sterner das 0-2 nach 12 Minuten. So, wir haben jetzt gerade den Eckball gesehen, das ist das, wo das 1-0 gefallen ist. Ulrich, Peter. Das könnte vielleicht was werden. Die Flanke jetzt. 2-0. Und Noah. 2 Flanken nach den Ecken. Und es steht 0-2. Bremen pennt zweimal. Nochmal dieser Treffer, da ist die Flanke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Und Noah schießt, glaube ich, jetzt gerade Tor Nummer 50 in der zweiten Liga. So, nächste Aufgabe zumindest mal Stand jetzt gelöst. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Heckloff verhindert den Ball. Ja, das ist jetzt Nummer 50, genauso wie ich es gesagt habe gerade. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Das muss es was sein. Und Zetter. Noch verhindert. Also es gibt die nächste Ecke. Wie gesagt, zwei von der anderen Seite jeweils haben sich bisher durchgesetzt. Er war noch dran, gibt Ecke. So, die erste Ecke ist ein bisschen ist noch nicht gut gewesen. Die geht jetzt, zweite kommt jetzt auch noch. Flanke kommt in die Mitte. Sie verlieren hier den Ball. So, es gibt Freistoß, ja. Das ist eine gute Chance. So, liebe Leute, Jonas Sterner, der weiß, wie das geht. Die war sogar noch besser. Oh, der war knapp. Ein Stück weiter rüber, dann wäre der weg gewesen. Dann wäre der da drin gewesen. Hexecke. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Kein Problem. Also. Bei Standard, die Bremer, die schwimmen richtig. Sei es die Ecken, ja, sei es der Freistoß jetzt gerade. Konsequenter sein bei so einer Konterchance. Das ist die Chance. Oh, die Jonas Sterner. Keine großen Probleme. Ecke kommt ins Zentrum. Weiter gefährlich.
Schuss! Und Kliffisch! Sterne. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Machen sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Und Stern! Wieder Zetara. Der, wie gesagt, Bremen schwimmt. Richtig. Bayreuth, so, da muss hier irgendwann das Dritte machen. Weil sonst rächt sich die ganze Sache vielleicht. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Hecke. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Das Freistoß. Nix-Ecke. Freistoß. Gekommt. Upsa. So, der war ein bisschen weit weg. Also wenn Bayreuth hier nicht das nächste Tor macht, können die Bremer vielleicht halten die Bremer doch so, sich so ein bisschen noch im Spiel. Agu. Sonjora. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Ja, Bremen bleibt dran, Capino. Da sehen wir, wie Capino. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Und man hat die erste Chance. Man hat so ein bisschen den Anfangsdruck jetzt überstanden, aber. Erste Chance, Bremen durch. Den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Die Gäste kontrollieren den Ballbesitz. Und das ist schon klasse. Nächster Angriffsball über Peters. Aber jetzt erstmal Augen auf. Schade, das wurde jetzt ein bisschen wurde gefährlich, aber es ist nichts passiert. Und das ist dann der Einwurf. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Für Bayreuth. So, Pause. Jo, 0-2, hochverdient. Bremen. Bayern muss eigentlich hier 3-4-0 führen, tun sie nicht. Bremen hatte eine Chance, haben sie nicht genutzt. Wieder mal, wo die Stärken liegen. Sie machen hier, was sie wollen. Lassen keinen Zweifel aufkommen, wer hier die bessere Mannschaft ist. Es ist ein unglaubliches Selbstvertrauen zu bewundern. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit noch so kommt. Auf gibt's. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Griffisch. Man ist dran, man ist drauf. Man hat viele Standards. Und bisher muss man nur schauen, dass man die Tore mal macht. Griffisch. Griffisch! Gehalten, aber sonderlich schwierig. Der eine Schuss von ihm immer besser. Der jetzt nicht so. Der war eigentlich harmlos. Aber, wie gesagt, irgendwann fällt so ein Ding mal rein. So ein Distanzschuss. Wenn sie den weiterlaufen lassen. Waldschmidt. Chance für den Konter. Nö. Pass bleibt hängen. Passt. Man hat ihn. Ja, war schlecht gespielt. Erneut jetzt jo, passt unser Ball. Bremen bleibt, ist einfach harmlos jetzt heute. Gefährlich werden. Parade kommt aber weiter Gefahr. Jo, 4-0. 3-0. Kleefisch. Da ist er noch. Und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Der Neuzugang von RB Leipzig mit dem Tor zum 0-3. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Ja, Bremen kriegt es heute einfach nicht gebacken. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel Wir vorbei. Soll's recht sein! Das soll die Gelegenheit geben.
nicht drin. Nee, da haben sie einfach. Und dann darfst du so ein Ding aber nicht passen, wenn du das zu null spielen willst. Bisher haben wir nicht allzu viel zugelassen. Das war jetzt mehr oder weniger ein Geschenk. Und er geht an ihn vorbei. Ecke! Und wieder Ecke. Ecke kommt. Weiter gefährlich. Das war zu halbherzig. Ja, das war Morgana mal. Seines Zeichens 10 Verteidiger. Ist jetzt nicht unbedingt als Torjäger bekannt. Ein Tor hat er ja gemacht diese Saison. Da hat er durchaus Optionen. Pieper. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr drauf. Kann ihn mal klären, zumindest ein bisschen. Oder Kontrolle halten. Becker. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ja, 20 Minuten. Es steht 3-0. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Und, dann und man kommt gar nicht zum Zuge. Jo, ja, ja gut, pass. Weil dann wäre es richtig gefährlich geworden. Da passt der Klasse und Horn. Also wie gesagt, Bremen-Tor Nummer, Chance Nummer 3, wo der Herr Horn mal eingreifen muss. Der kurze Eckball. Sichere Parade. Agudo. Ah! War kein guter Pass. Es war anders geplant, alles der Ball. Wir kommen zum Spiel, in dem eine klare Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel steht. Der Vorsprung ist erheblich. Ja, was soll da noch passieren? Nee, nee, die Sache ist durch. Entscheidung ist gefallen. Das wird ein Sieg. Ja, das wird dann Nummer 7 in Folge. Mit dem Ball. Tolle Szene. Und jetzt befürchte ich, dass es glatt rot gibt, weil es ist eine Notbremse gewesen. Dutsch war durch. Es könnte und es wird rot. Bogala, es ist der dritte Platz erweisen vorher dieser Saison mindestens. Und es ist die richtige Entscheidung. Der vierte ist es sogar mittlerweile schon. Zweimal gegen die 60er. Jetzt wieder. Vorher gegen Paderborn. Gute Parade nach diesem Freistoß. Es müsste mindestens der Vierte gewesen sein, der vom jungen Verteidiger. Ja, Disziplin und so. Aber das war eine Notbremse, es war die richtige Entscheidung. Ich hatte ein bisschen was anderes gehofft. Vorne der Ballgewinn. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Sie geben ja alles, machen das Tor. Das hat er gut gemacht. Spät, oder? Schön. Ja, Wolf, schauen wir auf die Uhr. Hilft den Verteidiger stehen noch lassen mit dem Haken. Ja, wir sehen es in der Wiederholung. Da ist ein toller Ball. Hier der Ball gewinnen. So kommt die Chance gegen überhaupt erst zustande. Und Ulrich. Dann auf das Tor. Trainer wird sauer sein. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Riesenchance. Ja, schade. Ich hätte Lauf durchziehen müssen. Perfekt geteilt. Er wäre vielleicht sogar durch gewesen. Ist egal. 3-0. 3-1, Entschuldigung. Der Sieg. Ein schöner Sieg am Ende. Ein klarer Erfolg. Sie sind in dieser Saison offensiv kaum zu stoppen. Haben den erfolgreichsten Angriff. Die meisten Tore. Und heute haben wir wieder gesehen, warum das so ist. Sehr zielstrebig. Sicher im Abschluss. Sie wissen momentan zumindest einfach, wie es geht. Es läuft. Nicht mal ja, leider müssen wir wieder mal einen Spieler wieder mal ersetzen mit der roten Karte. Ja, Morgana, für dich wird die nächste Saison definitiv schwer. Das hast du mir die Saison schon wieder als so ein Ding eingebrockt. Gut, ja. Heute war es unwichtig. Ich möchte aber jetzt kein Interview starten. Bin ein bisschen angepisst. Ist kein Ergebnis dabei, wo ich jetzt sage, passt. Tut weh. Oder... Ich darf mich freuen. Nein, kein Freiburg-Spiel dabei. So. Doch, sie haben unentschieden gespielt. Es sind nur noch 2 Punkte. So, lass die Freiburger im letzten oder einem der letzten Spiele nochmal unentschieden spielen. Dann jetzt haben wir nämlich Hannover als nächsten Gegner. Und dann wären wir tatsächlich sogar noch Meister. Wir haben 10 Punkte Rückstand gehabt. Es sind jetzt aktuell nur noch 2. Ich guck mal die Tabelle.
wie gesagt, Freiburg hat gepatzt. Wir machen unsere Aufgaben. Freiburg patzt erneut. So, wen haben die denn überhaupt gespielt? Da. Gegen Paderborn 2-2. Hättest du das Ding verloren, wenn wir uns auf einen dran. Aber wie gesagt, lass die das eine Spiel noch holen, nicht hinspielen, dann sind sie nämlich raus vom Fenster. Ich gucke gerade mal, was noch als Gegner, was die Freiburger noch als Gegner haben überhaupt. Sie spielen jetzt zu Hause in Sandhausen. Sie spielen in Bremen. Und sie spielen noch gegen Hannover. Sie haben noch zwei Top-Gegner. Sandhausen sollten sie gewinnen. Bremen auswärts und Hannover heim. Das sind die Gegner der Freiburger. Wen haben wir überhaupt noch als Gegner? Jetzt Hannover, das ist klar, das ist in der nächsten Folge der Gegner. Dann in Düsseldorf. Und der Abschluss gegen den KSC. Das wären die letzten drei Gegner. Gewinnen wir alle drei? Müssen wir gucken, dass Freiburg zumindest, wie gesagt, ein Spiel entweder verliert oder unentschieden spielt. Dann wären wir nämlich Meister. Naja, gut. Lösen wir jetzt mal unsere Aufgabe. Die heißt im kommenden Spiel Hannover 96. Und ob wir das schaffen, natürlich, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.